Servus Jungs und Mädels, wir sind die Outdoor Delinquents und wir haben heute euch eine schöne Travel Hammock mitgebracht und zwar von der Firma La Siesta, die Colibri 3.0, damit euer Schlaf draußen auch umso besser wird. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal an, was das kleine Gerät zu bieten hat. Viel Spaß! So, jetzt schauen wir uns das Ding mal aus der Nähe an. Machen wir mal diesen schönen Packsack auf, friemeln das mal aus. Ich vermute, dass das die Aufhängung sein wird. Genau, die ist nämlich praktischerweise separat verpackt. Das seht ihr hier. Ja. Wir haben nochmal einen Sack, den wir hier aus organisationstechnischen Gründen separat haben. Und hier kommt das gute Stück jetzt zum Vorschein. Das zeige ich euch auch mal. Könnt ihr euch auch mal das Material ein bisschen anschauen aus der Nähe. Macht einen sehr wertigen und reißfesten Eindruck, also da kann man nichts wollen. Ja, jetzt schauen wir uns mal an, wie simpel oder kompliziert es ist, das Ding aufzubauen. Bis gleich. Also noch kurz was zur Qualität dieser ganzen Angelegenheit. Man kann es hier ganz gut sehen. Eigentlich ist also alles top vernäht hier, auch mehrfach. Von daher müsst ihr da keine Angst haben, dass ihr euch einen Bruch zuzieht, falls ihr einmal absegelt. Auch hier sehr schön, ja, gutes Material. Kann man also wirklich nichts sagen. Für das Geld auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Auch hier die Aufhängung an sich sehr gut gemacht. So, während Kai hier in der Hängematte verschwunden ist. Und Kai, wie ist es? Ja, ich glaube, ich schlafe gleich ein. Schauen wir uns hier mal die Aufhängung im Detail an. Wir sehen hier die Aufhängung, die ist an der Hängematte. Bietet auch die Möglichkeit, hier nochmal durch das runde Nylon Seil, Möglichkeit nochmal Abtropfschnüre zu befestigen, was ganz praktisch ist. Die Aufhängung selbst ist eher so ein breites Band, hat hier nochmal so eine Spannmöglichkeit, wird hier dann eingehängt, du hast hier eine Schlaufe, das macht es wirklich wahnsinnig einfach und der Haken ist ja auch hier schön ausgeprägt mit dieser Nase, da bleibt auch alles an Ort und Stelle und bis zum Baum hoch. Bleiben wir bei diesem breiten Material und gehen dann hier in ein richtig schön breites, baumfreundliches Gurt über. Auch richtig robust und sieht hier auch, das schneidet nicht in den Baum ein. Ja, also macht einen wirklich schönen Eindruck. Wir testen jetzt mal das Classic Fly Tarp. Alles dabei, was man braucht im Lieferumfang. In den Packbeuteln auch immer die Anleitung quasi mit dabei. Und wir schauen uns mal das Ganze schnell für euch an. Haben wir hier schon ein ganzes Sammelsurium von jeglichem Getier angesammelt. Das werden wir uns auch gleich nochmal mit dem Bugnet drum kümmern. Jetzt schaut mal hier, wunderbar verschweißt, sieht sehr qualitativ hochwertig aus. Ich denke, damit wird man einige Zeit lang Ruhe haben, was das Thema Wassereindringen angeht, wenn man da nicht extrem vergewaltigt, sage ich jetzt mal blöd. Ja, also ich denke, damit kommen wir zurecht. Ich kann mal einen Blick nach unten werfen, wie das dann unten drunter schön aussieht hier. Kann man, denke ich, nicht meckern. So, hier das Innere der Ecken des Fly Tarps mit einer kleinen Abspannschnurgarage aus Mesh. An den Enden hier Kunststoffösen zum Abspannen.
Hier noch ganz kurz die Abspannvorrichtung vom Tarp. Ganz simpel mit einem Kunststoffhaken und zwei Stoppern. Damit lässt sich das Ganze ganz kinderleicht einfach auf Spannung bringen. So, hier kommt unser Fazit für die La Siesta Travel Hammock Colibri 3.0. Macht einen wirklich super soliden Eindruck, sehr bequem, angenehmes Material, sinnvolles und durchdachtes Zubehör. Hier nochmal vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir das Ganze testen durften. Genau. Deswegen auch die Einblendung hier, da oder irgendwo. Hashtag unbezahlte Werbung quasi. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an La Siesta. Und ja, wir haben hier noch eine Kleinigkeit. Das ist nämlich die Double Hammock, also quasi die Hängematte, die ihr eben gesehen habt, bloß für zwei Personen. Und nun ja, was sollen wir sagen? Kai? Also wir bieten euch an, sollten wir 100 Daumen hoch bekommen auf dieses Video, vielleicht machen wir dann einen Double Overnighter in dieser einen Hängematte hier. Ja. Also, nein. Wenn wir die 100 Daumen hochkommen, machen wir den Overnighter zu zweit in der Double Hammock Colibri 3.0 von La Siesta. Hashtag unbezahlte Werbung. Also, es liegt an euch. Ne? Genau, strengt euch an. Wir empfehlen uns Kai und Thomas. Die Autodelinquenz und bis zum nächsten Mal.